Also, wir haben das Spiel Jumpy Battle programmiert. Ich bin Simon, das ist der Marius. Und wir haben zusammen das Spiel Jumpy Battle programmiert. Gibt es jetzt auch schon so im Windows Store. Ist auch sogar um die Top 100 momentan noch kostenlos in Deutschland. Und was Jumpy Battle so besonders macht, ist es halt ein Ron-Device-Multiplayer-Spiel. Also man kann es zu mehr an einem Gerät spielen. Genau, unsere Idee war eigentlich, dass man halt mit Freunden zusammen an einem Gerät spielen kann und halt nicht erst über das Internet oder sonst irgendwie oder über mehrere Controller zusammenspielen kann, sondern es reicht eigentlich nur die Tastatur, um bis zu vier Spiele an einem Gerät spielen zu lassen. Und wir wollten möglichst einfaches Gameplay haben und wir wollen später noch das Free-to-Play-Konzept, also mit In-App-Purchases reinbringen, wo man deinen Charakter und so weiter noch zusätzlich kaufen kann. Wie ich schon gesagt habe, es sind bis zu vier Spieler möglich und es gibt alle möglichen Steuerungen, also man kann per Tastatureingabe spielen, per Xbox-Controller, kommt noch, aber per Touchscreen funktioniert auch schon. Und die Zielgruppe sind eigentlich alle Leute, wie ihr sie hier seid. Also man kann mal nebenher in der Vorlesung spielen oder sonst irgendwo. Also das ist ein nettes Spiel für zwischendurch mit Freunden. Und das Spielziel ist einfach allen Tierchen auf den Kopf zu springen. Was das jetzt bedeutet, sieht man dann jetzt gleich mal, wenn wir es noch kurz vorführen. Genau. Ich habe eine lauffähige Rüstung bei mir auf PC. Ja, das sind kurz Kuhklöpsel. Und hoffen, dass es jetzt schneller funktioniert. Stunden später. Das ist komplett C++.
Okay, und das war dann unser Spiel Jumpy Battle. Und wenn man gewonnen hat, kann man dann theoretisch sogar noch den Spielstand teilen und neues Spiel starten und was es noch so gibt. Und steht auch, wie gesagt, so im Store. Also wenn es euch gefällt, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn es ihr euch runterladet und 5 Sterne gebt und einen Kommentar dazu schreibt. Wäre echt super. Danke.